Willkommen zurück zu Praxeus und Opus Magnum. Ich bastel hier mal schön noch mal kurz dran rum. Ich guck mal. Aber wenn ich hier unten verdrehe, brauche ich mir ja nichts. Nein. Ist egal, aber da sollte man es schöner ich machen das so. Hier ist jetzt die Frage einmal. Eigentlich müsste er jetzt direkt. Und dann dieses Set nicht direkt zusetzen. Ich kann mich hier schon drehen. Unten geht es ja auf keinen Fall früher. Macht er hier ein anderes Zeug? Achso, nichts. Das war das also nur ein bisschen. Die Anzahl von Drehungen braucht saugeil. Jetzt ist er voll, jetzt muss er weg. Ja. So, dann machen wir das noch mal so spät einmal. Guck, ob ich meine Zyklen dadurch noch mal ein bisschen gedrückt gekriegt habe. So ein paar, drei oder so. Mein Rhythmus. Schöner. Ich wüsste jetzt nicht, wo ihr was sparen könnt. Also an meiner Konstruktion. Ich habe unter 600 gedrückt, 15.
10 und 27, 32, 42 Zyklen. Eingespart, Leute, nochmal geschwind. Meine Areas sind gut, mein Preis ist an, naja, sind günstiger, aber ich habe auch nochmal gedrückt. Machen wir jetzt weiter. Wenn es nach mir ginge, würde ich komplett auf diese sinnlose und leere Pracht verzichten. Das ist ein bisschen übertrieben, oder nicht? Diese Rituale haben eine wichtige Bedeutung. Das hatten sie vielleicht mal, aber die sind nach all der Zeit verloren gegangen. Noch ein Grund mehr, sie aufrechtzuerhalten, bevor sie ganz verloren gehen. Aber das ist doch alles nur Getue, nichtssagende Symbole. Wie viele von uns tragen Schwerter und können gar nicht damit umgehen? Nun, zumindest sieht das Juwel an dir bezaubernd aus. Danke, Concordia. Das goldene Garn. Besorge mir einfach das Garn. Ich kümmere mich um den Rest. Bist du dir sicher, aus Garn ein ganzes Kleid herzustellen? Ich kenne immer noch die ganzen Bekleidungszulieferer der Phantassens. Sie wissen, was zu tun ist. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Eine Schande, dass die Phantassens nicht von dieser Arbeit profitieren werden. Ein Ballkleid aus reinem Gold hätte sicherlich ihren Geschmack getroffen. Ah, Frederik, ich wünsche, du wärst hier, um das zu sehen. Aber das hatten wir ja schon mal, das Teil. Jetzt müssen wir das halt nur mit Gold. Mit Gold zersetzen und andersrum. Vor allem ist dahinter umgekehrt. Also man muss im ersten Zyklus was anderes machen. So. Und dann. Also nee, eigentlich nicht. Oh Gott, wie war das? Ich habe das schon wieder vergessen. Hatte das schon wieder vergessen. Die Stunde bleibt nur. Eigentlich wäre es sinnig. Hätte ich denn das vorhin gelöst? Ich habe Salz und Gold habe ich da. Ich nehme jetzt einfach mal, fange jetzt einfach mal mit was an. Reicht hier. Das ist die, das gibt. Ich werde gleich da anfangen. Nee, das darf nicht. Der zweite ist, oh Gott, Alter. Also lieber solche X bauen. Wenn man das eigentlich vorhin auch macht, habe ich das eigentlich vorhin auch gemacht. 1, 2. Nee. Nein, das ist am besten danach. Da muss ich drehen. Nimm das einfach mal. Noch 1, 2.
Ah, das erste ist so verwirrend hier. Irgendwie sitzt da nein. Ja, ich habe eine Idee. Aus, zurück, falsch rum, spricht falsch rum. Warum hatte ich das immer gedreht? Mit der eigenen Akte, das, aber nee, ging ja auch nicht. Dann habe ich ja jetzt das Problem, dass ich das erste nicht gedreht bekomme um die eigene Akte. Hatte ich das einfach um die eigene Achse gedreht. Jedes Mal. Gott, mein Kopf. So. Damit jetzt. Ich drehe das. Einfach dieses erste Ding sorgen. Ihn kriegen soll. Das könnte doch auch so reichen. Ja. Kann aber auch hinten machen, dann dreht sich hinten genauso. Von der Länge her ist aber, es ist vollkommen. Ne, ist halt nicht vollkommen egal. So ist halt ein bisschen. Anders gedreht ist ein bisschen kürzer. Kleinen Augenblick bitte. Okay, anders gedreht ist es eigentlich einfach ein bisschen kürzer. Also wenn ich diese Verbindung, diese Verbindungslöwe hier anders schon drehe. Ich bin nur einmal, wie komme ich denn da raus? Dreimal, gell? Schon ein. Nur das. Natürlich nicht. Hier. Hier. Kannst du das einfacher machen, wenn es geht? Ich mach's mir jetzt mal, die vorankommen. Das ist hier.
Das ist ja so, wenn ich das jetzt, wenn ich so eine Schiene oben drauf habe, dann kann ich auch so sein. Und ich gleich mal so laden. Ui, ich mache erstmal weiter. Welches? Moment, ich guck nochmal weg. Gib ich das Ding einmal. Vor allem nach links. Nee, geht aber nicht. Eigentlich als allererstes. Schnappen. 1, 2, 3. Absägen. So. Nein. Das ist man nicht. Schnappen. 1, 2. 1, 2. Mai. Jetzt falsch machen. Ja, geht halt nicht. Das ist der erste Teil, aber das machen wir trotzdem so. Komm bis hierher. Nicht wieder egal, wie es macht. Das wollte ich ja nicht. Müssen wir jetzt. Das geht ja auch nicht. Doch, geht dann schon. Müssen wir jetzt. Hier bin ich das los. Geht vor. Knapp. Geht zurück. Das los. Geht zurück. Richtig. Sieht das hier aus? So, habe ich mir das? Ja, ich bin sehr kompliziert.
Nee, das habe ich mir vielleicht anders. Für weniger Platzverbrauch eigentlich. Und so viele. Nimm mal den einen Platz auf. Mal das ist eine Negativität. Wenn ich den nicht falsch richten oder was mache ich hier? So, ist jetzt umgreifen. Ich bin jetzt falsch gedreht. Bin ich verwirrt? Bin hier. Das soll hier eigentlich gar nicht sein. Irgendwo habe ich einen Fehler drin. So, ich muss jetzt erst der andere anders bauen. Bestimmt. Der dritte stimmt nicht. 1, 2, 3. Lass mal gucken. Beziehungsweise beide mal gucken, was er ist. Ja, jetzt immer wieder hier. Nein, aber hier bin ich noch nicht. Durcheinander. Ja. Nur ein. Was ist das hier? Hier ist los einfach.
mein Problem, dass ich jetzt habe ich halt eins dort oben, das ist ein bisschen doof, aber hier nur mal eins hoch. Also ich dreh das nochmal. Da komme ich aber nicht drüber. Nee, so geht's auch nicht. Nee, hier. Kann ich das drehen? Das ist blöd. Ich schiebe das eins vor. Okay, das schiebe ich nochmal, dann ist es aus dem Weg. Schiebst eins vor. Legst irgendwie hier nach links. Legt man gut ab. Kann ja ändern hier. Hier will ich eigentlich, so weit will ich eigentlich gar nicht hinaus. Wo hab ich denn da Fehler? So. Brauche hier eigentlich gar nicht umgreifen. Brauche ich gar nicht umgreifen. Bleibt hier auf diesem Teil. Ah, das ist einfach sogar zweimal raus. Ab, aber dann muss ich das immer nur durch die Gegend drehen da vorne. Das sollte hier natürlich weg. Falsch. So, das Reifen. Mache ich eigentlich gerade falsch. Was passiert eigentlich, wenn ich... Okay, ich muss das Spiel weiter drehen. Wenn ich es hier reinlegen würde, müsste ich das Spiel weiter drehen. Hätte ich es doch untergreifen müssen. Ich müsste es zweimal drehen. Damit ich das andere schräg danach legen kann. Was natürlich aber dann in dem Fall... Dann könnte ich es in dem Fall gleich dahin setzen. Also, wenn ich es doch da festhalte und es darauf so weit drehe, schwenke, dass ich hier das zweite Atom hinlegen, das zweite Salz hinlegen kann. Kann ich zurückschwenken? Kann ich das hier zurückschwenken? Das Gold zurückschwenken und direkt da drauflegen. Das würde theoretisch funktionieren. Aber wo bin ich da? Da muss ich doch hier umgreifen. Ist halt das ganze Ding halt da drin voll drehen, das ist aber dann halt egal. Einmal. Ich greife dann halt nicht zu, dann gehe ich nochmal eins nach rechts. Dann greife ich zu. Echt? Nee, kann ich noch nicht. Okay, und gehe einmal nach links. Mal gucken, was passiert. Einmal nach links.
Crank das Ding eigentlich zweimal und ist mal einmal. Kann ich eigentlich auch hier rum? Ja, aber das ist einfacher so. Ja, so mache ich es jetzt einfach fertig. Es liegt hier jetzt nicht hier. Kann man geschickter bauen. Geschickter. Fahr zurück. Schnapp mir das. Fahr zweimal rechts. Lass los. Fahr vor. Schnapp mir das. Schwenke zweimal. Geh die Uhrzeiger hin. Fahr zurück. Bin natürlich voll ganz und gar nicht. Okay. Ich hatte einen Fehler drin. Ich muss hier irgendwo noch. Muss das Ding noch einmal mehr schwenken. Beim ersten Mal schwenken. Vielleicht mal gucken, was passiert, wenn ich immer noch einen Schwenker mehr reinsetze. Halt, ich muss jetzt zwei von denen da nehmen. Habe ich ja noch nicht. Okay, 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 okay. Dann hab ich es ja noch nicht. Wenn ich den jetzt hier dann vorfahre. Ja, eigentlich auch nicht hier. Bin hier jetzt vorfahr. Fahre eins vor. Gehe in der Ausgangsposition zurück. Dann habe ich jetzt, dann habe ich ein ganz anderes Problem. Oh nein! Gehe in die Ausgangsposition zurück. Ich hab mir das wieder. Also knapp hier. Ich hab mir das wieder. Geht zweimal nach rechts. Ist eigentlich nicht so schlecht. Ach, nee, geht. Natürlich bin ich sehr schlecht hier. Kommt dann nicht an das Ding ran. Das ist mal ein anderes Problem. Aber es kriege ich dann schon auch gelöst irgendwie. Aber hier stimmt es gar nicht. Also jetzt nochmal, wo sind wir? Ist ja eigentlich von hier. Zack, zack. Die lässt das nicht los. Kann das loszulassen. Stimmt ja wieder nicht, oder? Wenn wir nochmal eins weiter drehen müssen. Das Problem, das ist ganz Teil drin. Bin ich überhaupt jetzt? Und am Ende. Lass ich. Hier fahre ich vor, weil ich nicht mal vorfahren muss.
greife das einfach los. Greife vor. Schwenkt das Apparat mal einmal. Vor. Greife zu. Schwenkt das Apparat einmal. Wo wir ja gleich kommen. So, nee, aber geht. Von hier muss ich weniger. Jetzt komme ich nämlich an mein Apparat. Komme ich auch. Lass los. Fahr vor. Schwenkt es zweimal. Ich ziehe es zurück. Irgendwo ein Fehler drin. Und das greifen muss. So. Moment, mein Kind. Entschuldigung. Soweit stimmt es ja jetzt. Ganz. Und zwar muss es da vorne liegen lassen. Muss es hier ablegen und zurückgehen. Und jetzt könnte man hier eigentlich schon eine zweite Bahn ins Spiel kommen lassen hier. Das ist sonst echt ein bisschen echt hart vor. Jetzt muss er zurück, weil den runterfahren muss. Und der Ober fährt dann immer einer hin und her und tut das hier das als eins vorschieben. Das ist natürlich alles ein bisschen nervtötend. Könnte eigentlich sogar so reichen. Mal schauen, ob ich hier irgendwas im Weg bin. Ja, hier bin ich schon mal im Weg, also muss ich schon mal so nah. Frage ich, hätte ich da nicht schon hier oben mal hingreifen können oder so. Heißt hier irgendwo. Nee, hier ist eigentlich alles ganz hier, da. Wobei, hier an dieser Stelle habe ich das Ding eigentlich gebaut. Hier an dieser Stelle, das da kommt weg. An dieser Stelle springt jetzt er ein. Und ich hier mal schon wieder zurück move. Was passiert eigentlich, wenn ich anfange? Müsste eigentlich nur die Frage, aber nee, dann habe ich das Problem, dass ja jedes zweite könnte das Ding jetzt auch einfach mal ablegen. Ich schnapp mir das Ding hier und legt es jetzt einfach mal ab.
war heraus. Dann bin ich jetzt nochmal dreimal. 1, 2, 3, 4 Plus. Völlig egal, wie viel Plus das jetzt ist. Dann ist völlig egal. Und ich will auch nicht, auch das nicht so. Hier. War zweimal raus. Knapp mir das. Stell es gleich noch zweimal in die eigene Richtung und fahr es dann weg. Ich hätte aber erst gern. Einmal zurückgefahren. So. Das ist nicht frei. So, jetzt habe ich so oder so genug Platz. Das mit dem 1er da, das war halt einfach wieder von vorne anfangen. Brauchen wir jetzt nicht. Kann ich ja da oben gleich weiter überlegen bei der Rückfahrt. Jetzt ist dieses Konstrukt, wobei ich das natürlich beim ersten Mal nicht brauche. Beim ersten Mal, doch schon beim ersten Mal eigentlich. Ja. Nee, beim ersten Mal nicht. Beim ersten Mal muss ich das noch. Beim ersten Mal muss ich das nicht wegfahren. Ich fahre das also nicht weg. Ich muss so. Ich bin ja hier. Ich fahre das jetzt nicht weg. Beim ersten Mal. Ich fange hier bei dem 1 an mit. Wenn ich zurück bin, 1, 2, 3. Ablegen. Also anfassen. 1, 2, 3. Zurück und dann anfassen. Dann ist hier schon die Frage eher, wo mache ich Zack? Heute ist. Hier kann ich eigentlich schon, hier sollte ich schon dran sein. Das heißt, ich gehe da zweimal minus. Okay, irgendwo hier. Nee, noch viel früher. Hier. Noch eins früher. Geht sogar direkt. Ein fließender Übergang, muss ich sagen, oder? Mhm. Wo ist die 1? Jetzt fahre ich das, werde ich das ganze Ding rausfahren. Das ist die Frage, wie kriege ich die X da oben zusammen? Also hier immer. Wie das dann tun wird, weiß ich nicht, dann weil ich schätzungsweise mit vor und zurück oder so. Aber es geht halt auch nicht. Ich werde das werde ich dann halt nochmal bearbeiten müssen an der Stelle wahrscheinlich. Ich werde das ganze Ding jetzt mal rausbauen und ein X bauen. X meine ich das hier. Die muss dann oben und unten angedockt werden. Haben wir da drin schon machen. Nur dann muss sie hoch.
mit dem Teil. Wenn ich weit genug rechts bin, das wird man dann sehen. Ich weiß ja erstmal raus und mache jetzt erstmal nichts. Das mache ich mit dem, wann kann ich mit dem Mix raus, sobald der hier eigentlich abgelassen hat. Kann ich hier schon oder muss ich bis eins zu früh? 1, 2, 3. Ja, ganz weg damit. Nee, 1 zu früh. Dann haben wir eine Großklasse. So. So. Das ist hier dann gleich die Frage. Ich bin ja weit genug weg. Verhält die einfach immer nur. Also ich schnapp mir als erstes ein. Aber echt zweimal loslasse. Eins weiter rechts. Achso, geht ja gar nicht. Weil ich ein bisschen das blöde Problem. Weil ich das so nicht mache. Ich muss ja eh da, ich drehe da eh da außen rum eh. Von daher ist da eigentlich egal. Geht schneller, wenn es da aus rum fahre. Also schnapp mir das los, fahr eins weiter rechts, schnapp mir das, geh eins vor, fahr zweimal nach links und fahr einmal zurück oder einmal nach links sogar nur. Und hier werden wir sehen. Zack. Ne, zweimal nach links. Dann gehe ich halt auch noch eins, ne, gehen, ne, aber unten gehe ich eh entlang. Diesen Platz, den verbrauche ich da Hanne ja auch schon. Das ist vollkommen egal. Geh zurück. Lass los. Schnapp mir das Teil, fahr eins nach rechts, lass los, fahr eins nach rechts, schnapp mir das Teil, fahr eins nach vorne. Das Ganze mal, ich schwenke das Ganze mal zweimal. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Einmal. Einmal, als müsste dreimal Schwenke sein. Ich habe hier immer noch dieses Problem. Achso, nee, das ist gar kein großes Problem. Doch, ich muss einmal vor. Ich muss es einmal halt liegen lassen, geschwind. Also ich habe unglaublich viel zu viele. Ich sollte hier einfach noch einen Griff, ein A mehr bauen. Ha. Das hier ist auch eigentlich Abstand halten oder so. Okay, geht es sogar ein Tick einfacher dann da? Weiß ich noch nicht. Ach, ich mache das jetzt einfach so fertig. Das ist halt total beknackt. Ich habe hier voll die Verschwendung eigentlich an Zyklen, massig Zyklen verschwendet. Wenn ich jetzt eins vorgehe, ableg, und jetzt dann gleich zurückgehe. Mir das Ding schnapp, einmal nach rechts gehe, ablass, einmal nach links gehe, einmal vorgehe, zweimal vorgehe. Vielleicht eh nicht, ich muss hier zweimal vor, wird man gleich sehen, dass es hier hakt. Hier wird es haken. So, weil ich jetzt zurückgehe. Nee, nicht jetzt.
hier ablassen, es geht zweimal vor, damit es wieder und fahr wieder zurück. 1, 2, geht zweimal nach rechts, schnapp mir das Teil, oder ich mach so, schnapp mir das, fahr einmal nach links, das los, dann habe ich das, dann habe ich das X halt doch. Zack. Frage, das ist eigentlich gar nicht so. Wenn ich hier ein Ding hinlege, rumpelt es mal dann irgendwo? Ja, es rumpelt man auf jeden Fall. Hier darf ich das also nicht hinlegen. Oh, wie weit bin ich hier eigentlich vorne? Brauche ich hier eigentlich irgendwas? Ich kann hier eins zurückgehen, oder? Weil man geht davor. Ein Slider hoch. Nee, komm ich alles hin. Das mache ich anders. War werde ich oh Mann, was ist denn hier los? So. Irgendwo da muss ich halt. Ich denke nicht, dass ich hier loslässt.
wissen das gar nicht. Ich meine, dann nehmen die halt den da auf. Auch Quatsch eigentlich, gell? Na, da komme ich nicht nah. Okay, ich muss den Marisatron, ist ja auch egal. Ich hatte gerade überlegt, ob ich das andere da. So. Zeige ich jetzt mal. Ich hatte gerade überlegt, ob ich da nahe komme, aber da komme ich ja von da auch nicht hin. Also, dass ich den hier. Dass ich den hier geschwenkt bekomme, dass ich das Gold geschwenkt bekomme, da komme ich aber nicht hin. Aber ich komme hier hin. Eigentlich kann ich dann auch direkt so starten. Und es ist ja auch egal. Mit dem bin ich ja gar nicht im Weg. Jetzt sind wir schon zu. Nee. Sind wir eigentlich genau richtig. Ah, mal schauen, was er macht. Machen wir schon mal nett. Wir fahren hier nicht noch weiter zurück und wir fahren hier auch nicht weiter zurück. Wir schwenken gleich mal. Warum der hier rausfährt. Ausfahre braucht er auch nicht. So. Ich denke natürlich auch Quatsch. Ich sage immer mal hier hin. Und hier hin. Und mal ganz weg, mal warum ganz. So. Immer hier. In dem Augenblick. Dazu. Greife sogar ein zu spät zu, oder? Weil das Ding halt auch weg muss, gell? Dann kann man hier einmal weicht einmal mit D, einmal mit D hier ja, weiter, also einmal mit Plus. Der Rail. Ist Plus. War das aber gleich mal wieder raus? Bin ich hier aus dem Weg? Können wir gucken, was der hier jetzt weiter macht. So. Hier passiert nämlich jetzt gar nichts. Und wieder diese normalen Fragen. Das ist natürlich auch eine gute Frage. Ich kann das natürlich auch ablegen. Hier. Das sieht man eigentlich auch für ewig nicht mehr passiert. Das ist mir ewig nicht mehr passiert. Ja. Yeah.